medizinische Versorgung in Gambia ist eher desolat. Die täglichen Herausforderungen fangen damit an, dass man immer nicht so genau weiß, wie viele Patienten muss man eigentlich einkalkulieren für den Tag. Die Aufgaben von Ärzte helfen liegen hauptsächlich darauf, zahnmedizinische Versorgung in Gambia zu unterstützen und mit aufzubauen. Die ASB-Klinik wurde 2002 eröffnet, im Mai. Und wir haben angefangen eigentlich mit Wundheilungsstörungen. Das war das, was wir uns aus Panier geschrieben haben, weil es halt sehr, sehr viele Patienten gab, die mit großen Wunden kamen, tropischen Ulzeras, so nennt man das hier, und die gar nicht versorgt worden sind. Damit haben wir angefangen, aber sehr schnell ist die Klinik überrannt worden von Patienten und wir sind Step by Step größer geworden. Jahr für Jahr kam halt immer wieder was dazu. Jetzt machen wir das mal sauber. Wenn man sich überlegt, dass wir vielleicht 1.000 oder 1.500 Patienten im ersten Jahr behandelt haben, im Jahr 2015 haben wir mehr als 46.000 Behandlungen durchgeführt. 150 Entbindungen im Monat. Viele Patienten, die hier stationär sind. Operationen werden durchgeführt. Also diese Klinik hier ist schon ein Faktor. Vor allem sind wir kein privates Krankenhaus, wir sind eine NGO. Und unser Mandat ist, den Armen und den Bedürftigen zu helfen. Zudem haben wir natürlich auch da die absolut gute Position. Wir sitzen mitten in Serekunda. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Serekunda ist sowieso die größte Stadt Gambias. Von daher sind wir hier gut positioniert. Und 2009 kam es zu der Kombination mit Ärzte helfen als Projektpartner, weil wir sind eine Klinik der Rundumversorgung und das Gebiet zahnärztliche Versorgung konnten wir nie abdecken, hätten wir aber gerne gemacht und dann kam halt die Kooperation mit Ärzte helfen. Thies fokussiert die zahnmedizinische Behandlung in Gambia. Am Anfang ging es darum, erstmal eine zahnmedizinische Versorgung aufzubauen. Hauptaufgaben dabei sind tatsächlich Materialversorgung der Praxen, die Technik in Ordnung zu halten und auch in regelmäßigen Abständen deutsche Zahnmediziner hier vor Ort in Transfers zu bringen. Voll mit Medikamenten? Ja, alles voll. Alles dabei, alles durchbekommen durch den Zoll? Ja, gab keine Probleme, die Schreiben haben geholfen. Ja, lass uns reingehen. So, nehme ich mal, der ist wirklich sehr, sehr schwer. Ein großes Problem ist die Beschaffung von Medikamenten und medizinischen Verbrauchsmaterialien. Die Medikamentenpreise in Europa sind exorbitant gestiegen und wir können diese Preissteigerung gar nicht an unsere Patienten weitergeben. Sie sind gar nicht in der Lage, das zu bezahlen. Du hast gesagt, ihr habt 500 Ampullen Ultra-Kain mitgebracht. Genau. Super. Das wird ungefähr jetzt für 3 Monate reichen. Das Problem ist, dass die Medikamente hier gegenüber Europa zwischen 3% und 1000% teurer sind. Und das nächste Problem ist, dass hier auf dem westafrikanischen Markt 30% Fake ist. Uns war jetzt wichtig, dass ihr die Medikamente mitbringt, weil wir haben in den letzten 6 Monaten fast die doppelte Anzahl an Patienten behandelt. Mhm. Und wir haben nichts mehr. Und gut, dass ihr jetzt gekommen seid, weil sonst hätten wir ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Die dentale Situation in Gambia ist desolat. Es gibt zwar Zahnärzte, aber deren Klientel, das sind die Leute, die wirklich Geld haben. Manche dieser Zahnärzte, die haben ihre Fees sogar in Dollar angegeben. Das heißt, man kann sich vorstellen, das ist unerschwinglich für die Leute, die es wirklich brauchen.
die Schicht, die wir ansprechen, für die gibt es noch kein so großes Bewusstsein, dass es wichtig ist, schöne Zähne zu haben, vom Gesundheitsstatus her und so weiter. Das ist erst ein Prozess, der langsam anläuft hier. Wir sind eigentlich sehr, sehr glücklich, dass wir das anbieten können innerhalb unserer Klinik und so behandeln können, dass sie nicht auf den Markt gehen müssen und sich von irgendeinem Quacksalber einen Zahn rausziehen lassen, sondern dass das hier mit Medikamenten und mit Spritze und allem so gemacht wird, sodass es für die Leute auch nicht abschreckend ist, dass die Leute vielleicht auch freiwillig in Zukunft mal kommen, wenn vielleicht nicht ein Zahn rausgezogen werden muss, sondern vielleicht kann man ihn vorher schon retten. Das wäre natürlich optimale. Your name is Maimuna. Die häufigste Behandlung ist hier natürlich die Extraktion in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, angefangen von Milchzahnextraktionen bis hin zu großen Abszessen, die man erstmal spalten muss. Man sieht Fälle noch und nöcher, die etwas außergewöhnlich sind, wo man vielleicht auch etwas improvisieren muss und man wächst auf jeden Fall mit der Aufgabe. It will be fast. So, we only have to fix the one here. Wie jeder irgendwann in seinem Leben mal Probleme hat mit den Zähnen. Man muss sich das nicht so vorstellen wie in Deutschland, dass man ab und zu mal so ein Loch hat und dann tut es mal weh, sondern das sind wirklich gesundheitliche Probleme, die hier auftreten. Das heißt, das sind entzündete Zahnwurzeln, das sind verrottete Zähne. Die Leute kriegen Abszesse und Tumore im Mund. Da waren wir sehr glücklich, dass Ärzte helfen gesagt hat, ja, mit dem Projekt TEAS, da gehen wir rein und ist dann unser Projektpartner geworden. Als wir seinerzeit hierher gekommen sind, haben wir erfahren, dass es so gut wie keine zahnmedizinische Versorgung in Gambia gibt. Und da es im privaten Bereich verschiedene Kontakte in den zahnmedizinischen Bereich gab, haben wir halt überlegt, wie kann man helfen, was kann man tun. Und mittlerweile ist es uns gelungen, zwei Zahnarztpraxen aufzubauen, dank der Unterstützung von privaten Spendern, aber auch Unternehmen, in denen sowohl einheimische Behandler als auch deutsche Transferärzte zahnmedizinische Behandlungen durchführen, Patienten helfen. Mittlerweile fast 15.000 Menschen konnten behandelt werden. Wir haben ja ein funktionierendes Assistententeam, auch einen angestellten einheimischen Zahnarzt. What's about that? That's his tongue, so he's broke. His tongue, so is a bit finished. Yeah, we can use it for car mechanics. Yeah. Hauptsächlich geht es bei unserer Arbeit darum, zum einen dafür zu sorgen, dass Materialien vor Ort vorhanden sind, dass die technische Ausstattung funktioniert, dass sowohl das einheimische Personal als auch Transferärzte, die aus Deutschland hier nach Gambia zum Praktizieren kommen, gut arbeiten können. Wir haben ja zwei funktionierende Detaileinheiten, zwei Stühle, wobei man natürlich dann immer noch einen Sicherheitsstuhl hat, falls der eine kaputt geht. Das gehört natürlich auch zu Afrika, dass manchmal technische Geräte nicht funktionieren. Everyone have teeth? Yes. Yes? Könnt alle mit reinkommen. Die Kinder kommen. Kommt together. Kommt together. Maybe the woman also can show to the kids. Ich bin der Lehrer, Lena.
Wir werden uns nach wie vor auf jeden Fall aufs Projekt Peace konzentrieren, weil das ist sozusagen quasi das Kerngeschäft von Ärzte helfen. Am meisten erfreut tatsächlich, wenn man sieht, wie Patienten aus der Praxis rauskommen, von Zahnschmerzen geheilt sind und endlich wieder lächeln können. Weil jeder von uns kennt Zahnschmerzen und wenn sie nicht behandelt werden, sind sie nicht nur unangenehm, sondern sie können auch unter den Situationen, die wir hier in Gambia vorfinden, mitunter tödlich sein. Von daher ist jeder Patient, dem geholfen wurde, ein Glücksmoment letztendlich und spornt uns auch immer wieder an, hier auf jeden Fall weiterzumachen und auch Partner zu gewinnen, um sozusagen die Flamme, die das Projekt in uns auch entzündet hat über die Jahre, diese auch weiterzugeben. Yes. It's a little present. Okay. Ohne Ärzte helfen, ist es fraglich, ob diese Klinik in dieser Form überhaupt noch existieren könnte. Weil wir sind halt auf Spenden von außerhalb angewiesen. Wir sind nicht in der Lage, zu 100% unsere Ausgaben selbst zu finanzieren. Aber der wichtige Punkt für uns ist, dass unser einheimisches Personal eben auch von dem Ärztetransfer so profitiert, dass sie eben was lernen. Es sind Fortbildungen, die stattfinden. Die deutschen Ärzte und unser afrikanischer Zahnarzt arbeiten ganz eng zusammen und es werden auch neue Medizinprodukte mitgebracht, es wird was gezeigt und klar, ist ganz wichtig für die Klinik. Ist auch so ein bisschen eine Anerkennung für das Personal, was hier arbeitet. Die freuen sich immer, wenn aus Deutschland wieder Ärzte kommen. Wenn man nach Afrika geht, jeder, der zurückkommt, hat das Gefühl, er hat also mehr bekommen, als er gegeben hat. Und das geht eigentlich jedem, der so eine Hilfsaktion macht, so.